Mitte hier haben wir die Membrana interossea. Und zu meiner großen Überraschung, oh wow, es sind zwei Septa intermuskulare. Und da war ich ganz überrascht drüber. Und damit nicht genug, wenn wir in ein Gray's Anatomy gucken oder auch ein anderes Anatomiebuch. Ja, und so tief kann man nicht den Körper verändern, wegschneiden. Also kann man sich so halbwegs drauf verlassen. Das ist hier nämlich auch noch ein drittes Septum intermuskulare gibt und was als transversales Septum bezeichnet wird. Ja. Gut, wenn jetzt Hippalos davon spricht, ja, dass das Septum intermuskulare des Unterschenkels behandelt wird, ist es natürlich, finde ich, ganz interessant zu wissen, welches meint er denn wohl? Es sind jetzt drei da und er hat nicht davon gesprochen. Ne? Es ist dieses Anteriore oder Posteriore oder dieses Transversale. Er hat natürlich recht, wenn er sagt, I don't care. Ja, so, wenn der Patient zeigt mir das, also behandle ich es vollkommen richtig, bloß wie? Ja, das ist jetzt die nächste Frage, weil die Technik, um das zu behandeln, nicht ganz unerheblich sind, weil es tiefe Strukturen sind und Hippalos auch mehrere Male erwähnt in seinen Schriften, dass man schon exakt sein